Hallöchen und willkommen zurück zu Minecraft, ihr Freunde des schlechten Videogeschmacks. Wir sind in unserer neuen Wohnung, Bude, Gütze, keine Ahnung, wie auch immer ihr es nennen mögt. Ich nenne es ganz liebevoll das Scheißhaus. Ich bin nicht sehr begeistert von der aktuellen Situation, aber wir machen natürlich das Beste draus. Und wie gesagt, ich würde ganz gerne mit einer Hütte im Wald anfangen. The Cabin in the Woods. Wir wissen alle, das kann ja nur gut werden. Eine Hütte im Wald, was soll denn schon großartig passieren? Da kann ja nichts Schlimmes passieren. Vor allem nicht bei unserer Vorgeschichte. Und du bist sowas von fällig. Dann nehmen wir sogar die gute Holzachse. Ich kann nicht mehr reden. Nehmen wir einfach die gute Holzachse dafür. Lamapalooza! Was ist denn hier los? Das sieht doch interessant aus. Ich glaube, daraus lässt sich schön was basteln. Das gefällt mir schon mal. Das wird markiert. Das wird geräumt. Das hier ebenso. Fangen wir auch gleich mal mit an. Bei der anderen Bude haben wir uns gefragt, wo ist die ganze Kohle hin? Ja, jetzt wissen wir, wo die Kohle ist. Die haben wir hier. Nice. So. Das hätten wir. Hier. Die Lamas spucken schon. Kriegen schon das Kotzen. Wenn sie mich hier schon arbeiten hören. Ich kann es verstehen. Ich glaube, ihr kriegt auch momentan das leichte Spucken. Aber so ist der Lauf der Dinge. Wenn das Leben ein Zitronen schenkt, dann machen wir einfach den nächsten Limonadenstand auf. Sollte der pleite gehen, macht man einfach den nächsten auf. Bis der dann auch pleite geht und man den nächsten öffnet. Bis man keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas zu eröffnen und dann in der Arbeitslosigkeit landet und Geld vom Staat bezieht. In der Hoffnung, dass sich das Leben vielleicht irgendwann nochmal ändern wird und das tut es dann nicht. Und am Ende ist man traurig tief enttäuscht, so wie jedes Mal im Leben. Und ja. Depri-Schiene. Nein, Spaß. Alles gut. Verfolgt immer schon eure Träume. Es wird schon klappen. Irgendwie. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Ja, finde ich an sich gar nicht mehr schlecht. Kann man hier einen schönen Eingang draus machen. Hier eine schöne Treppe draus. Ja, damit lässt sich arbeiten. Kann hier noch schön was hin. Weiß nur noch nicht was. Aber irgendwas kann hier hin. Das sieht auch gut aus. Da kann man auch irgendwie was draus machen. Also, ich lasse mir da noch was einfallen. Das hier wird auf jeden Fall richtig schnieke. Ja, ich weiß, wer sagt heutzutage noch schnieke? Ja, ich tu's. Ich stehe dazu. Ich bin alt, ich bin retro. Retro ist wieder in. Glaube ich. Retro und Öko. Das ist jetzt momentan so die Schiene, die gefahren werden sollte, wenn man cool sein möchte und hip und Oberaffentitten geil und weiß der Geier was. So, Was nun? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Schimmer. Wir kloppen jetzt erstmal hier Kohle, gucken uns die Umgebung an. Wir müssen ja auch wissen, wo wir gelandet sind, weil wir auch so einen richtig geilen Orientierungssinn haben. Merken wir uns natürlich auch alles sofort. Wir wissen auch sofort, wo wir hin müssen und alles. Du guckst mich so komisch an. Ah, da ist die Nase. Schubst. Ha.
Eine Spinne. Wasser, Lava, Lava, Wasser, Wasser, Lava, Lava, Wasser. Da haben wir ein Mähmäh und ein Pickpick. Der Wolf ist schon Akku. Tu es, tu es. Wir lassen eine Tour hier im freien Lauf. Los. Dankeschön. Hallo, Herr Zombie. Stört dich doch nicht, wenn wir hier einmal kurz durchgraben, ne? Anscheinend nicht. Ist das ein Spawner? Sieht aus wie ein Spawner. Ein Spinnenspawner. Jo. Den krallen wir uns natürlich auch. Irgendwann. Müssen wir uns merken. Spinnenspawner. Bitte nach links abbiegen. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Gut, aber bevor wir da jetzt irgendwie großartig was anfangen zu basteln, wie gesagt, wir gucken erstmal ein bisschen hier uns um, was man so machen könnte, theoretisch. Also wir haben schon mal einen Spinnspawner entdeckt. Wir haben jede Menge Kohle gefarmt jetzt gerade so nebenbei. Ja, ist auch weg. Sieht das Ganze ein bisschen komischer aus. Da haben wir fliegende Inseln. Ich will jetzt auch nicht zu weit weg von zu Hause. Sonst finde ich nicht mehr zurück. Wir kennen das Dilemma. Ja, aber an sich würde ich sagen, tatsächlich fangen wir mit unserer kleinen Hütte an. Wird schon wieder dunkel. Was ist denn hier los? So. Hacke auch weg. Sehr schön. Tatsächlich wäre jetzt aber ein Schaf nicht schlecht. Also ein kleines Schiffchen noch. Irgendwo von den Stamm, den nehmen wir schon mal mit. Stört er schon mal nicht. Würde ich sagen, sieht das ja eigentlich nach einem guten Spot aus. Für ein Höschen. Hier sind noch Tierchen. Also hier könnte man zum Beispiel die Cabin in the Woods machen. Hier hätten wir die Woods. Hier wäre dann die Cabin. Wie gesagt, ein Schaf wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt nicht das verkehrteste, was man haben könnte. Wenn wir noch eine Wolle bekommen würden, rein theoretisch, könnten wir uns rein theoretisch einen Tisch machen. Sagen, weil ganz viel Tisch am Ende war. Wie wär's mit einem Schreibtisch? Ein Nachttisch. Couchtisch. Esstisch. Creeper. Weg, 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 weg. Wir geben erstmal Vollgas. Fetisch. So. Okay, das sollte reichen. Judy, dann sind wir jetzt hier unten. Wow. Wir haben was geleistet. Zwar nicht viel, aber wir haben was geleistet. Darauf können wir stolz sein. Damit können wir jetzt hausieren gehen. Dass wir einfach mal
bisschen Kohle gesammelt haben. Wir müssten uns eh noch vorwagen. So. Das weg. So. 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 Dann haben wir hier unseren kleinen Schlafkabuff draus. Mal 3. Nur Kubikblöcke, das sollte passen. Zumindest fürs Erste. Gui. Wir brauchen unsere Kohle wieder. Nicht die Walle, die Kohle. So, wir können rein, fast schnell rein. Granit. Dann brauchen wir Holz und Holz. Machen wir Stöckchen draus und dann verfackeln. Du kannst da jetzt hin, du gehst da hin. Komm, ist das? Du gehst da hin, du gehst da hin, du gehst da hin, du gehst da hin. Also solche Sortieren lohnt sich noch nicht. Weil man am besten jetzt schon anfangen sollte, damit man hinterher nicht so dieses ganze Gewusel hat. Aber ihr kennt mich ja, ich kann das nicht. So. Das sollte erstmal reichen. Hier machen wir es natürlich professionell. Professionell. Ah, ich weiß doch auch nicht, Leute. Schauen wir uns mal wieder ein bisschen Holz. Machen daraus ein paar Bretter. Das, das, das. Dann holen wir uns Steine. Machen wir uns ein Schwert, damit wir schon ein bisschen safer sind. Da brauchen wir Eisen für. Haben wir nicht. Wir können uns auch mal eine Hake machen. Könnte man hier wieder unser Essen anpflanzen. Und wir könnten rein theoretisch schon mal anfangen, das Ganze ein bisschen schick zu machen. Block dahinsetzt. Ja, das kann man schon eher anbieten. Sieht ein bisschen strange aus jetzt, das Ganze. Mit dem würde ich den eher so setzen. Das kann wohl eher anbieten. Ich den jetzt auch wegklappe und dafür den so hinsetze, muss ich den auch wegklappen. Dann machen wir da noch einen hin. So. Ich glaube, dann sind alle zufrieden, oder? Sieht ein bisschen wagemutig aus. Weg. Der kann auch weg. Sehr schön. Dann passt das soweit schon mal.
Oh, das, wer ist der Händler? Der verfolgt uns. Der weiß immer, wo wir sind. Und dabei wissen wir selber nicht mal, wo wir sind. Da ist ein Skelett. Da ist eine Hexe. Die Hexe kommt hierher. Okay. Tür zu, Klappe zu. Ja, ja, lach du nur. Lach du nur. Ich bin hier drin und wo bist du? Hä? Wo bist du? Hä? Ja. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Gut. Genug geärgert. Ja, das ist eine sehr spannende Folge. Wir verstecken uns heldenhaft von der Hexe. Okay, das ist vielleicht nicht gerade den besten, den man wegnehmen kann. So ist es viel besser. Oh, guck mal, wird auch schon wieder hell. So lobe ich mir das. Müssen wir jetzt rein theoretisch nur noch. So. Dann da oben drauf. Klack, 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 klack. Da könnte man da rein theoretisch. Wo ist das Loch? Das ist ein Loch. So. Können wir rein theoretisch. Gehst du weg? Gehst du weg? Ja? Ja, ja. Ich glaube, die wollten ein Date mit uns. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich bin mit meinem Single-Leben gerade sehr zufrieden. Tolle Schrulle. Bin ich nicht, aber muss ich nicht wissen. So, ja. Dann wollte ich... Genau, wir hatten hinten den Spider-Spawner entdeckt. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Schwert runter, Fackel runter. Au. Ah. Licht. Kamera. Action. Zack. Ja, aber zack. 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 Ist das schon mal erledigt? Und weil wir richtig geizig sind. Zack. Ist egal, was drin ist, wir nehmen es einfach alles mit. So. Da siehst du wohl eine Pferderüstung, die wir nicht brauchen, zwei Truhen, Pferden, Schallplatte, die wir nicht brauchen, aber ein Eimer. Der Eimer ist durchaus praktisch. So, weil wir da auch Kohle gekriegt haben, können wir oben die Kohle auch noch mitnehmen. Nimmt jetzt ja auch keinen Inventarplatz mehr weg. Gut. Hier sollte es schnell jetzt nichts mehr spawnen. In der Theorie natürlich. In der Praxis sieht das meistens ganz anders aus. Da war der Lava. Dingstens. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge beim Holzkloppen. Bis dahin, tschüss und schönen Tag. Bye.